So, liebe Leute, die letzte Folge für heute, die ich jetzt aufnehme, und herzlich willkommen zurück zur Classic Touring Car League. Los geht's. Wir haben den Alpha, wir haben den Ford, aber ich werde den BMW heute picken. Das ist schon klar. Die Frage ist, mit welcher Lackierung? Die Frage ist, mit welcher Lackierung, wenn wir das Auto nehmen. Haben wir noch irgendwas Schönes? Komm, wir nehmen mal was. Wir nehmen das hier. Brauchen wir nicht. Weil dann haben wir schön was Auffälliges. Also, so, den BMW nehmen wir heute auf jeden Fall. Und wir fangen an mit Silverstone National Circuit Reversed. 2,64 Kilometer steht diese Strecke, steht uns ins Haus. Und natürlich sind wieder die alten Bekannten mit am Start. Hier sind wir nun mit der ersten Runde. Kristen, was denkst du? Es ist das Eröffnungsrennen und ich glaube, wir werden sehen, wer hier ist, um die Konkurrenz kennenzulernen und wer von Anfang an dominieren will. Danke, Kristen. Es dauert nicht mehr lange und das Eröffnungsrennen kann losgehen. Bleiben Sie dran. Jo, auf geht's. Und wie es für Großbritannien gehört, regnet natürlich auch noch. So, Tunkunik auf 6, das ist gut. Wir versuchen natürlich ein bisschen jetzt so schnell wie möglich nach vorne zu arbeiten, um mal ein bisschen zu helfen. Da finden wir das schon mal. So, 4. Ich arbeite mich jetzt ein bisschen schon in den Windschatten mal rein. Tut mir leid, da möchte ich durch. So, momentan liegen wir auf Platz 5. Also gleich den Kollege, der macht schon Druck auf den jetzt aktuell Drittplatzierten. Ah, das ist nicht herzlich. Oder Adam schon. Ja, doch nicht ganz. Da drückt sich doch einer dazwischen. Weil ich aber auch nicht da wirklich vorbeikomme. Ja, und damit verliert man Platz. Du bist in der Mitte des Feldes und kommst in Runde 2. P6, aber weil ich doch nicht wirklich vorbeikomme an denen. Teamkollegen, der geht nämlich auf 2 momentan schon vor. Macht sich jetzt aktuell den Führenden. Tatsächlich jetzt ein bisschen hat sich, dass ich die. Ach, du bist auch schon wieder mit dabei. Du kannst auch schon wieder mitspielen, ne? Hol dir die Führung. Das ist die letzte Runde. So, und jetzt haben wir es. So, wie ich das eigentlich gerne wie ich das habe. Also, wenn ich eine Runde als Führer bearbeite, aber das. Wichtigste ist die letzte Runde dann. Und jetzt gehen wir erstmal vorbei und gehen in Führung. Und ja, ich habe versucht, den tatsächlich vorbei zu bremsen.
oder mich da vorbeizudrücken. Und das ist die letzte Kurve und das letzte Stück gerade und dann haben wir uns den Sieg geholt. Platz 1 und 2 für das Team. Und wie gesagt, ja, es war Absicht. Teilweise da mich so vorbeizudrücken. Aber wir haben es geschafft. 3 Fastie für BMW. So funktioniert das auf jeden Fall. Und wichtig ist der Teamkollege auf 1 und 2. So. Und jetzt geht's weiter ins Rennen Nummer 2 für uns, für euch heute. Kristen, es ist wie immer ein Vergnügen, dich hier zu haben. Und falls Sie Kristen nicht kennen, sie ist zweifache Weltmeisterin im Zeitfahren und... Im Zeitfahren, okay. Das ist doch nicht gegen mich gefahren. Vielleicht haben wir ja auch mal gegen die. So, das ist ganz, ganz großes Finale. So, jedenfalls gehen wir jetzt mal rein auf jeden Fall in dieses Rennen. Und wir stehen auf 12 und 13. Was natürlich alles andere als gut ist. Geht schon mal vor der ran, das ist der Red Bull Segen sein oder so. Von den 5 Strecken mal auf her, oder? Das habe ich mich jetzt nicht geguckt, aber ja, ich vermute schon. Ja, ist auf jeden Fall was Deutsches. Und was mit Obst, Gemüse habe ich gerade gelesen als Werbung. Ja, ja, ist Red Bull Ring. Oh, dann haben sie die gerade hier eingemacht. Jetzt sie gerade. Guter Start. Bleib an der Spitze. Nicht der Formel 1 Kurs, aber ähnlich. Naja, definitiv. Da links steht nämlich der Stier, der Bulle. Okay, dann ist es Red Bull Ring, ja. Okay, gut. Leider diesmal nicht der Durchführung von unserem Teamkollegen, der hängt nämlich auf 15 und 16, also ziemlich am Ende, aber ja, mal gucken, wie das letzte Rennen wieder läuft. Also jetzt kann ich auch nichts tun, dafür die Strecken sind zu klein. Du hast die Hälfte des Rennens hinter dir. Runde 3, ja. Jetzt geht es auf die letzte Kurve hier zu, diese Haarnadel. Letzte Runde. Verteidige deine Führung. Das war ein bisschen zu offensichtlich, zu schnell. Ja.
letzte Kurve und dann haben wir es dann doch geschafft, endlich. So. So. Ja, haben wir's. Ein Rennen haben wir noch, glaube ich, vor uns, ja. Wo ist denn Teamkollege gelandet? Ach Gott, ganz oben. Ja, gut, auf 14. Hat er noch zwei Autos überholen können. So, ja. Oh, Level 98. Noch ein Level, liebe Leute, dann haben wir es geschafft. Und wir haben schon gut ein Drittel leer. Also was wir jetzt ein Drittel leer Erfahrungspunkte durch. Und so, das ist der letzte Kurs, glaube ich, wenn ich es richtig sehe. Das müsste Sepang jetzt sein. Ja, es ist auch Sepang, International Circuit. Die Nordstrecke wie Würst. Und wir gehen alt 6er ins Rennen. Okay. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Und ich glaube, das Rennen geht los. Ja, drei Runden mal hier. Einer oder haben wir schon mal kassiert? Da gehen wir schon mal vorbei und jetzt holen wir uns die Führung. So. Ja, vorbei. Und wir gehen jetzt gehen durch. Und jetzt hoffe ich, dass das dann nach dem Rennen auch reicht. Ansonsten machen wir es in der nächsten Folge. Ich habe mich das letzte Rennen für heute. Tolle erste Runde. Du bist in Führung. Also wir müssen auf der Biali zu bleiben, um immer verbunden zu nehmen. Jetzt fehlen noch 400.000 oder 4.700 zum Höchstherbel. Den würde ich gerne in dieser Folge noch abschließen. Ich habe das so angerechnet, bitte. So, geht jetzt in die alles entscheidende letzte Runde für heute für unsere Aufnahme hier. Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. Leider wird der Teamkollege nichts gerissen bekommen hier.
mit seinem nur 15. Platz. Aber wir gucken nur jetzt mal gerade auf uns. So, gibt es jetzt nochmal eine neue Bestzeit? Ja, wird nicht werden. 7, 8, 6, nein, reicht nicht. Ja, jedenfalls haben wir es geschafft. Wir sind durch. 138.000 Erfahrungspunkte. Ach Quatsch, Credits gibt es natürlich noch. Und am Ende waren es dann fast 13 Sekunden. Aber wir haben es echt souverän durchgezogen. So, reicht das jetzt, um komplett Final-Level 99 zu sein? Oder geht das für uns sogar noch weiter? Das war die große Frage, ne? Ah, leider nicht heute. Okay. Schade, ich dachte, ein bisschen mehr Erfahrungspunkte gibt es noch, aber die scheinbar erst sind wir dann erst in der nächsten. Ja, auf jeden Fall stehen wir auf 1, das ist klar. Das bei 3 Siegen. Sehr souverän. Und damit haben wir das auch durch. Und mit dieser Classic Aero Series nerve ich euch dann morgen. Bis dahin und tschüss.